Hallo Kinder, hier ist Pirat 8. Ich begrüße euch zu einer Schachpartie-Analyse. Holt euch noch was zu trinken oder was zu knabbern und dann geht's los. Ich hole mir auch noch einen Kaffee und wir können starten. Okay, wir schauen uns heute eine Partie an, die ein Schützling von mir, nennen wir ihn Dr. H, gespielt hat in seinem letzten Punktspiel. Ich hoffe, wir können alle was dabei lernen und gehen etwas schlauer aus der ganzen Sache hervor. Und nun geht's wirklich los. Dr. H beginnt die Partie mit dem Zug E4 und sein Gegner antwortet C5. Die Experten unter euch, die wissen, dass man das die sizilianische Verteidigung nennt. Und wir werden uns gleich nochmal die zwei Züge genauer anschauen. E4 ist vollkommen klar und logisch, denke ich mal, wissen die meisten von euch, dieser Zug tut sogar schon was für die kurze Parade. Der König muss ja in Sicherheit gebracht werden in der Eröffnung. Und durch diesen Zug kann hier der Läufer rausziehen bis nach B5. Vielleicht will er auch noch nach C4 oder vielleicht sogar nach E2 nur. D3 wäre ein schlechtes Feld, weil er da den D-Bauern versperrt. Okay, also E4 macht die Bahn frei für den weißfeldrischen Läufer des Weißen. Und Weiß kommt relativ dann schnell zur kurzen Rade, wenn er das möchte. Jetzt gucken wir uns mal C5 an. C5 lässt die Läufer hier hinten im Stall, ne, die bekommen keine neue freie Bahn durch diesen Bauernzug. Es wird auch nicht direkt eins der beiden Zentrumsfelder hier besetzt vom Schwarzen. Und wir müssen uns fragen, es wird auch kein Springer entwickelt. Also scheint der Schwarze mit dem Zug gegen die Eröffnungsprinzipien zu verstoßen. Und trotzdem ist dieser Zug die beliebteste schwarze Erwiderung gegen den ersten Zug von Weiß E4. Also diese sizilianische Verteidigung wird zurzeit am häufigsten von den Schwarzen gespielt und auch sehr erfolgreich. Sie gewinnen mehr Partien wie in anderen Gegenzügen und sie halten auch auf Remis. Jetzt muss man sich fragen, was ist denn dann das Gute daran? Das Gute an dem Zug C5 ist, dass ja dieses Zentrumsfeld schon unter Kontrolle gebracht wird. Und es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, über die vielen Schachjahrzehnte, muss man sagen, wo das jetzt gespielt wird, dass Weiß eigentlich in dieser Eröffnung nur einen Vorteil erreichen kann, wenn er irgendwann mal D4 spielt und sich dann dieser schwarze Bauer gegen den weißen Bauern auf D4 abtauscht. Und als Ergebnis haben wir für Schwarz dann so eine halboffene C-Linie, sagt halboffen, sagt man, weil der C-Bauer verschwunden ist, hier nur noch ein weißer Bauer auf dieser Linie steht. Und Schwarz versuchen wird hier mit dem Turm zum Beispiel Druck auf dieser halboffenen C-Linie auszuüben. Weiß bekommt natürlich hier die halboffene D-Linie im Gegenzug. Und es ist noch eine wichtige Sache, die man nicht unterschätzen darf. Der Schwarze erhält nach dieser Abtauschaktion hier zwei Zentrumsbauern. Der Weiße hat nur einen Zentrumsbauer. Und wir müssen wissen, das lernen wir, dass ein Zentrumsbauer etwas wertvoller zu betrachten ist als ein Randbauer oder ein Flankenbauer. Deshalb hat der Schwarze hier langfristig keine schlechten Aussichten, aber er muss sich in den ersten 10, 15 Zügen beeilen, seine Figuren ins Spiel zu bringen, seinen König vor allem in Sicherheit zu bringen. Sonst kann es ihm schlecht ergehen und es gibt sehr viele sizilianische Partien, wo der Weiße schon nach 10, 15 Zügen wirklich fast als Gewinn steht, die deutlich bessere Stellung hat, weil der Schwarze seine Entwicklung vernachlässigt hat. So, schauen wir uns mal den nächsten Zug von Dr. H an. Das ist Läufer C4. Okay, bevor wir weitermachen, habe ich was vergessen. Ich wollte euch noch kurz ein paar Stellungen erläutern im Sizilianisch, die eigentlich aufs Brett kommen könnten. Dann verspreche ich euch, machen wir zügig mit der Partie weiter. Also, die Hauptzüge hier, ich hatte schon gesagt, Weiß versucht D4 durchzudrücken. Das macht er nicht sofort, könnte er machen. Er könnte jetzt hier D4 spielen. Der Schwarze wird schlagen, weil er nicht das fette weiße Zentrum zulassen möchte. Und jetzt wäre es zum Beispiel schlecht, wenn der Weiße gleich mit der Dame zurücknimmt, weil die würde vom Springer angegriffen werden. Dame müsste weggehen, zum Beispiel nach E3 oder ganz zurück. Und Schwarz hätte jetzt schon eine Leichtfigur entwickelt, was gut für ihn ist. Weiß opert hier mit der Dame in den ersten Zügen rum, verliert Tempos dabei und deswegen schlägt der Weiße ja normalerweise
bereiteterweise die ganze Aktion vor. Er spielt also nicht im zweiten Zug schon D4, sondern er spielt normalerweise Springer F3, um dann im dritten Zug D4 spielen zu können. Schwarz kann ja ganz verschieden sich aufbauen. Ein ganz moderner Aufbau, der auch sehr häufig gespielt wird, ist mit Springer C6. Das folgt dann hier das programmatische D4. Es kommt zum Abtausch. Der Springer greift ja keck den weißen E-Bauern an. Weiß verteidigt den. Und nun zieht Schwarz D5. Das ist der sogenannte Svechnikov-Aufbau. Wenn das mal die Großen erzählen, habt ihr das schon mal am Brett gehabt. So sieht er aus. Ein ganz scharfes System, auch für Schwarz hat ja unheimlich viele Gegenchancen, wenn er sich richtig gut auskennt. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was der Schwarze hier machen kann im Sitzeljammer. Auf Springer F3 im zweiten Zug könnte er zum Beispiel auch auf die Idee kommen, hier den Läufer auf diese lange Diagonale zu spielen hier. Wenn er dann hier steht, wirkt er auf diese lange Diagonale. Auch hier ist die Hauptfortsetzung D4. Zum Beispiel, das könnte eine Partiefortsetzung werden. Also in dem Aufbau geht der Läufer auf die lange Diagonale. Im Übrigen wird Schwarz im Sizilianisch fast immer kurz probieren, weil der Damenflügel, wie wir hier sehen, hat ja schon ein Loch auf C7 und es wäre eigentlich viel zu gefährlich für Schwarz, hier auf der Damenseite zu probieren. Okay, das ist eine weitere Möglichkeit. Gucken wir uns noch was an. Schwarz kann auch E6 im zweiten Zug spielen, wiederwürdigerweise wahrscheinlich zu D4 greifen. Und jetzt zum Beispiel Springer C6. Später vielleicht den Bauern nach D6. Den Bauern nach A6 und den nach B5. Typisch im Sizilianisch ist, dass der Schwarze am Damenflügel aktiv wird und der Weiße in diesen Stellung am Königsflügel angreifen wird. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es noch andere Pläne für Weiß neben Springer F3 gibt. Der Weiße kann auch hier im zweiten Zug C3 spielen. Und zwar verbunden mit der Idee hier, wieder D4 zu spielen, aber diesmal unterstützt von diesem Bauernzug. Und der Weiße hat in der Variante, die nennt sich Alapin-Variante, ist auch ziemlich beliebt geworden die letzten Jahre, eben das Ziel, sich ein ganz fettes, dickes Bauernzentrum aufzubauen. Und das ist, diese Idee ist gut spielbar, hat sich bewährt. Der Schwarze muss ja eigentlich schnell zur aktiven Gegenaktion kommen, sonst kann es ihm passieren, dass der Weiße irgendwann voll entwickelt mit gutem Bauernzentrum dasteht und Schwarz an den Brett ranbringt. Zwei Hauptzüge von Schwarz sind in der Stellung Springer F6 hier, mit sofort mit Angriff auf den Bauern E4 oder sogar sofort D5, der Gegenschlag im Zentrum. Okay, das ist eine Variante, die der Weiße auch noch wählen kann. C3 Alapin-Variante. Und als letztes will ich euch noch sagen, dass man auch als Weiße aus dem Springer C3 spielen kann und den ganz ruhigen Aufbau einstellen kann. Und vor allem, man sieht, dass der Weiße ja nicht versucht, D4 durchzudrücken, sondern der Weiße Plan ist, bei dem Aufbau den Läufer nach G2 zu fianchettieren, sagt man, also hier auf diese lange Diagonale dann zu bringen. Der Weiße Bauer von D2 wird nach D3 gehen und hier seinen Freund auf E4 unterstützen. Und der F-Bauer kann zum Beispiel nach F4 gehen. Der Weiße wird kurz probieren. Der Springer entwickelt sich dann schon hier auch nach F3. Jetzt habe ich ja alles mit Pfeilen vollgemalt. Können ja mal ein paar Züge ausführen, damit wir das besser sehen. Zum Beispiel nach Springer C3, Springer C6 könnte jetzt folgen. Jetzt haben wir G3, der Schwarze könnte hier mit G6 sich auch hier anschattiert aufstellen. Und damit wir mal sehen, was hier der Weiße Aufbau beinhalten könnte. So, ne? Und auch jetzt wird in naher Zukunft der Weiße ja am Königsflügel angreifen und der Schwarze wird versuchen, hier am Damenflügel Druck zu machen. Hier mit seinem starken Läufer auf G7. So. Das muss man aber fast schon in der Nebenvariante nennen. Die Hauptvariante ist wirklich die, wo der Springer nach F3 zieht und dann mit D4 der Weiße das Zentrum öffnet. Das alles hat jetzt hier unser Dr. H nicht gespielt. Er hat im
Rückzug, den Wolfen nach C4 gezogen. Und das ist der erste Zug, den ich hier kritisieren muss, weil dieser Zug gegen eine Eröffnungsregel verstößt, die ich gleich erläutern werde. Die Eröffnungsregel lautet: Entwickle zuerst die Figuren, bei denen du keine Wahlmöglichkeiten für gute Zielfelder hast. Klingt total kompliziert, ist es aber letztlich gar nicht. Wir gucken uns das mal an, was das bedeutet. Also, in dieser Stellung hier hat der Weiße keine allzu große Wahlmöglichkeiten für seine beiden Springer. Die besten Felder für die Springer sind Felder C3 und F3. Der Springer hier könnte zwar auch nach H3 ziehen oder nach E2 oder der könnte nach A3 ziehen, aber man muss sagen, am Rand steht die Springer meistens schlecht, das wisst ihr bestimmt schon, haben da wenig Felder unter Kontrolle. Und wir haben ja gesehen, wenn der Springer hier zum Beispiel auf 3 steht, ne, dann hat er dieses Feld D4 unter Kontrolle, unterstützt damit diesen Bauernzug D4. Das ist ganz offensichtlich eine gute Idee. Deswegen wäre es ja angebracht gewesen, in der Stellung für Weiß erstmal die Springer auf ihre natürlichen Felder zu ziehen. Bei einem weißfeldlichen Läufer sieht es schon ganz anders aus. Der Weiße kann jetzt noch gar nicht sagen. Das hängt nämlich davon ab, wie der Schwarze weiterspielen wird. Ob der Läufer am besten mal vielleicht auf B5 stehen wird. Oder ob er vielleicht doch nach C4 gehen sollte. Oder ob er vielleicht sogar bloß nach E2 ziehen sollte. Vielleicht überlegt sich der Weiße auch, dass er dieses 4-Shadow-System spielt mit dem Läufer auf G2. Also es gibt hier noch ziemlich viele Möglichkeiten für Weiß mit dem Läufer. Und der Weiße lebt sich ja in dem Moment einfach zu schnell fest, wenn man Läufer C4 spielt. Das aber hat der Edge gemacht, das ist auch nicht direkt ein schlechter Zug und nun wird es ganz kurios. Der Schwarze hätte können versuchen, jetzt hier diesen Läuferzug ein bisschen zu widerlegen, indem er sagt, okay, ich sehe, du machst hier Druck gegen F7, aber mein Freund, ich sehe ja sofort, was du vorhast, ich halte ja einfach mit E6 dagegen und später spiele ich mal D5 und greife deinen Läufer an und dann hast du gar nichts gekonnt mit deinem Läufer auf C4, der muss nämlich wieder weg. So, das Verrückte ist, der Schwarze hat so nie gespielt, der Schwarze hat ja an der Stellung D6 gespielt. Okay, Springer C3 folgte, Springer F6, Springer F3, G6 und nun D3. Das führt uns zu einer weiteren Regel, die der Weiße jetzt hier missachtet hat in dieser Stellung. Schauen wir uns an. Vor D3 hat der Weiße 1, 2, 3 Reichtfiguren entwickelt, der Schwarze nur eine. Wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, ist es oft im Sizilianisch so, dass der Weiße schneller entwickelt sich hat. Und hier hätte er das können ausnutzen zu einem kleinen Überfall auf den Schwarzen, indem er schnell Linien öffnet. Eine Grundregel besagt ja, wenn du besser entwickelt bist mit deinen Figuren, versuche Linien zu öffnen und wenn der Schwarze, dein Gegner noch unkopiert dasteht, greife auch den gegnerischen König sofort an. So, das hätte der Weiße hier tun sollen vielleicht. Er hätte ja kein E5 spielen mit Angriff auf den Springer. Schauen wir uns als erstes mal den Gegenangriff mit D5 an, dann hätte der Weiß hier Schach geben können. Wenn eine schwarze Figur hier der Läufer oder der Springer dazwischen sieht, fällt der Springer auf F6, das wäre also nicht gegangen, aber er Schwarze hätte ja den Springer D7 spielen. Und jetzt ganz unverfroren E6 folgen lassen. Wir drohen hier den Bauern hier auf F7 rauszuschlagen mit Schach und der schwarze König wird in die Luft befördert. Und wenn jetzt der Schwarze selber hier schlägt, kann man ja gar nicht tun, dann kommt gleich Springer G5 und wir drohen hier auf E6 reinzuziehen. Die Dame kann nach E2 und hier Druck machen auch gegen E6. Also die Stellung ist richtig gut für Weiß zu spielen. Wir sehen hier, der Schwarze unterentwickelt, sagt man, wenn man die Figuren noch zu Hause im Stall stehen hat, hat hier Probleme. Und das alles nur, weil der Weiß hier ruckzuck die Linien für seinen Angriff geöffnet hat. Okay. Das war die Variante, wo der Schwarze D5 spielt. Er kann natürlich ja auch schlagen nach E5. So nehmen wir einfach mit dem Springer zurück. Wir drohen jetzt hier auf F7
mit einem Einschlag. Wir sehen Springer und Läufer greifen auf C7. Schwarz muss hier schon E6 spielen, aber jetzt kann Weiß Schach geben. Und sagen wir mal, vielleicht noch Läufer D7. Dame F3 folgen lassen hier mit Angriff gegen den Bauern auf B7. Angriff auf dieser langen Diagonale. Also diese Stellung ist, denke ich, auch ein Stück weit besser für Weiß. Schade, dass das der Weiße verpasst hat und sich für diesen Plan mit D3 entschlossen hat. Es folgt Läufer G7. Der Weiße spielt Läufer G5. Kurz Rade. Dame D2. Und ich dachte jetzt, als ich diesen Aufbau gesehen habe für Weiß, Mensch, der Weiße hat ja doch einen gescheiten Plan gefasst, er will lang kurieren. Aber wie wir später sehen werden, jetzt in den nächsten Zügen hat er das zwar nicht vor. Läufer G4 folgte und jetzt bin ich schon stutzig geworden, der Weiße zieht mit seiner Dame nach E3. Das zeigt mir, aha, er hat Angst hier vor so einem Doppelbauern, er hat aber den Zug wahrscheinlich gemacht, damit wenn der Schwarze hier den Springer schlägt, den Läufer er mit der Dame zurückschlagen kann und nicht mit dem Bauern zurückschlagen muss, um zu verhindern, dass er einen Doppelbauer bekommt. Dabei wäre das gar nicht schlimm gewesen. Der Weiße hätte hier können die lange Rade spielen. Und angenommen, der Schwarze hätte jetzt hier geschlagen, wäre das überhaupt keine Katastrophe gewesen. Wir haben dann hier für unseren Königsangriff auf der Königsseite. Der Weiße Plan muss jetzt natürlich beinhalten, hier zack, die Türme rüber, hier angreifen auf diesen gegen den schwarzen König spielen, die G-Linie hier aufzumachen, die H-Linie aufzumachen, den Läufer hier nach H6 zu spielen, um die verteidigenden Figuren abzuräumen. Wir sehen, der Plan hätte vielleicht ganz gut gepasst, der Läufer zielt hier gegen die Horadestellung, der Springer hätte vielleicht noch die 5 mal mitziehen und hier den Verteidiger aus dem Rennen werfen. Also das wäre ein ziemlich gefahrtlinischer Plan für Weiß geworden, wenn er lang kuriert hätte. So. Der Schwarze wäre natürlich schon die Fall gewesen, hätte am Darmflügel angegriffen. Aber wir gehen mal zurück und gucken uns an, was dann wirklich passiert ist in der Partie. Also die lange Parade kam nicht, es kam stattdessen Läufer E3, Dame E3 natürlich, Springer C6, Schwarz entwickelt seine letzte Leichtfigur. Jetzt greift der Weiße hier mit H3 den Läufer an, Schwarz tauscht. Und Schwarz spielt seinen Springer auf das schöne Feld D4. Ne? Der Springer D4 droht ja die Gabel zwischen König und Turm und greift gleichzeitig die Dame an. Und deshalb ist die Dame zurückgezogen nach D1. Und jetzt setzt der Schwarze in typischen Planung. Er spielt A6 mit der Idee, später B5 zu spielen. Ne? Das ist genau, wie wir das gesagt haben. Der Schwarze hat jetzt ein ziemlich einfaches Spiel. Der Schwarze greift hier einen Damenflügel mit so einem Bauernsturm an. Der Läufer auf C4 wird verdrängt. Und der schwarze Läufer hier auf G7 unterstützt die ganze Geschichte wunderbar. Er macht nämlich hier Druck indirekt gegen den B2-Bauern. Weiß muss immer aufpassen, dass er nicht zu aktiv wird auf dieser großen Diagonale. Der Springer hier steht super auf D4. Schwarz hat hier sehr einfaches Spiel, sein König ist ja auch schon in Sicherheit. Der Weiße hat sich entschlossen, nicht lang zu rühren, muss nun sehen, wie er kommt und muss entsprechend das Gegenspiel versuchen aufzuziehen. Wir schauen mal, wie es weiterging. Der Weiße probiert jetzt erstmal in der Stellung. Es folgt die B5 mit Angriff auf den Läufer. Der Läufer geht nach D5, greift den Turm an, der Turm zieht nach B8. Und jetzt spielt Weiß Springer E2 mit der Idee, diesen starken schwarzen Springer auf D4 abzutauschen, was sicherlich keine unvernünftige Idee ist. Der Springer hier wäre von C3 sowieso vertrieben worden, später wahrscheinlich durch den Bauernzug B4. Schwarz willigt hier freiwillig in den Abtausch ein. Und Schwarz spielt in der Stellung D7. Schwarz hätte hier können schon überlegen, ob er was anderes spielt. Und zwar, wir sehen, ich habe es schon mehrfach gesagt, diesen Läufer hier. Nur
Oh, der schwarze Springer auf F6 behindert den Schwarzen hier noch daran, dass der richtig aktiv wird. Und statt Dame D7 hätte der Schwarze einen sofort dann überlegen können, Springer schlägt. Läufer auf D5 zu spielen. Der Weiße hätte müssen die Figur wieder nehmen. Dann hätte der Schwarze hier sofort den Bauern abernten können. Der Weiße, die können auf der E-Linie den Bauern gewinnen. Und da gucken wir jetzt mal eine Variante an, wo es zu einer Endspielabwicklung kommt. Für wer könnte werden die Damen getauscht? Und so fahren wir dann Turm. Und wir schauen mal, wer besser steht. Und wenn wir uns die Stellung anschauen, muss man sagen, der Schwarze hat ja das leichtere Spiel. Ne? Er kontrolliert mit seinem König die zwei Felder E8 und E7. Also der weiße Turm wird sehr schwer haben, hier einzudringen, weil der Schwarze das einfach nicht zulässt. Und auf der anderen Seite kann der schwarze Turm mal nach C8 gehen, vielleicht dann nach C5 und den schwachen Bauern auf D5. Der wird ja von niemandem, seiner Freunde hier verteidigt, angreifen. Außerdem, wenn der Turm auf der C-Linie steht, droht immer mal hier der Abtausch auf D3. Und dann ist diese C-Linie offen und der weiße, der schwarze Turm kann eindringen hier auf C2 oder C3 und findet hier immer schöne Angriffsziele beim Weißen. Also das wäre eine sehr gute Möglichkeit für Weiß gewesen, das sofort zu versuchen zu gewinnen. Wir gucken jetzt aber mal an, wie es gekommen ist. Na. Computer spielt verrückt. Also der Schwarze hat der Dame D7 stattdessen gezogen. Jetzt haben wir die Stellung wirklich erreicht, nach vielen Hickhack. Aber so ging es dann wirklich weiter in der Partie. Und jetzt hat Weiß einen echten Leichtigkeitsfehler begangen. Er hat hier A3 gezogen. Und der Plan von Weißen war, sich hier so ein Luftloch für den Läufer zu schaffen, vielleicht in den nächsten Zug nach A2 zurückzugehen. Und das Ganze funktioniert aber nicht. Wir werden gleich sehen, warum. Das ist nämlich einfach zu langsam. Der Schwarze kann hier den Läufer, wie wir es gerade gesehen haben, rausschlagen. Und jetzt kassiert er hier auf B2 diesen Bauern ab und greift Turm und den Bauern auf A3 gleichzeitig an. Das Ganze nennt man ja Doppelangriff. Und jetzt hat der Weiße einen sehr schlechten Zug gemacht, den man erstmal verstehen kann. Er hat nämlich Turm A2 gespielt, das ist vollkommen klar. Im ersten Moment ist es klar, er sagt sich, mein Turm ist angegriffen, den kann ich nicht geben. Gleichzeitig ist mein Bauer angegriffen, den will ich auch nicht geben. Also verteidige ich mit dem Turm weiterhin den Bauern auf A2. Der Nachteil von so einem Zug ist, dass der Turm plötzlich ganz, ganz passiv, das heißt, er steht so schlecht, dass er ganz wenig arbeitet. Er ist ein reiner Verteidiger. Und Türme, muss man wissen, sind keine Figuren, die gerne verteidigen möchten. Die möchten eher angreifen, auf offenen Linien zum Angriff. Und wenn sie irgendwo in der Ecke stehen und ein armes Bäuerchen verteidigen, dass das nie ihre Aufgabe ist, dass sie gerne nachkommen. Die Frage ist, was hätte der Weiße stattdessen ziehen können? Eine Alternative oder eine andere Möglichkeit zu spielen wäre gewesen, statt den Turm zu ziehen, selber mit der Dame auf E7 zurückzuschlagen, den Bauern. Und wie hätte es denn weitergehen? Zum Beispiel, wie in der Variante von vorhin, das wäre eine Möglichkeit jetzt hier wieder gewesen. Wir hätten die Stellung gehabt, wo wir gesagt haben, Schwarz steht besser. Aber die ganze Sache ist für Weiß noch nicht verloren. Ne? Der Weiße hat jetzt erstmal hier kein Material weniger. Er hat die etwas schlechtere Turmstellung, aber es ist nicht, überhaupt nicht einfach, jetzt für Schwarz das Ding ruckzuck zu gewinnen. Das wäre alles spielbar gewesen. Aber nach Turm A2 gucken wir es uns an. Ja.
wird, steht der Turm erstmal schlecht. Und jetzt kommt das Problem noch hinzu, dass der Schwarze mit seinem Räuber einfach zurückgeht und damit den Bauern auf E7 verteidigt. Das heißt, der Weiße bekommt den jetzt gar nicht mehr hier. Ne? Dr. H ist nach H6 gegangen mit seinem Räuber und greift den Turm an. Schwarz hat seinen Räuber seinerseits dazwischen gezogen und nun kam es hier zum Abtausch der letzten Leichtfiguren. Und jetzt kommt ein Zug, der mir gut gefällt, Turm E1, der macht nämlich jetzt hier Druck. Dame und Turm machen hier Druck gegen den E-Bauern. Weiß hat jetzt hier einen Bauern weniger, aber dafür aktives Spiel mit seinen Schwerfiguren. Der Schwarze hat diesen Bauern verteidigt. Und jetzt kommt wieder ein Zug, den man kritisieren muss, C4. Warum ist C4 ein schlechter Zug? Erstmal sieht es gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Der Turm hier auf A2 kommt irgendwie wieder ins Spiel. Aber was ist das Problem bei der ganzen Geschichte? Mit dem Zug C4 hat Schwarz jetzt die Möglichkeit, jederzeit nach Lust und Laune hier zu tauschen. Und dann kommt letztlich dieser schwarze Turm hier ins weiße Lager rein und sorgt für Unruhe und Druck. Und diese Möglichkeit hätte man den Schwarzen nicht schaffen sollen. Also der Turm C4 war deshalb schlecht, weil der Schwarze jetzt immer entscheiden kann, wann er diese B-Linie, die er ja schon mit seinem Turm hier beherrscht im Hinterland, besetzen kann. Stattdessen hätte der Weiße wahrscheinlich Turm A1 vielleicht spielen sollen, um den Turm hier über die Grundreihe sozusagen besser ins Spiel zu bringen. Ein anderen Plan dann wäre vielleicht gewesen, die Dame später nach E4 und die Türme beide auf die E-Linie. Und mit allen drei Schwerfiguren hier auf der E-Linie Druck zu machen. Die Dame auf E4 steht zentralisiert, sagt man dazu, dann auch sehr gut. Gut. Die Chance hat der Weiße verpasst. Gehen wir mal wieder zurück. Stattdessen kam hier der Zug C4. Das Schwarze spielt jetzt in dieser Situation Turm B7. Weiß, Dr. H spielt Dame H2 mit der Idee hier am Darmflügel vielleicht mal aktiv zu werden. Aber jetzt setzt der Schwarze genau das um, was wir gesagt haben. Er schlägt hier diesen Bauern. Weiß muss zurücknehmen und spielt seinerseits Dame A4. Und die Dame auf A4 steht natürlich sehr aktiv. Ne? Die greift hier diesen C4 Bauern an. Greift den A3 Bauern an und als nächstes kann auch der Turm nach B3 ziehen und das war dem Weißen jetzt alles zu viel und mein Schützling, der Dr. H, hat jetzt hier Dame C2 gezogen. Ein Zug, den ich zwar verstehen kann, weil man dieser aktiven schwarzen Dame hier nicht den Eintritt gewähren will in die weiße Stellung, man deckt ja damit auch den C Bauern, aber der Zug ist trotzdem schlecht. Und zwar deshalb, weil diejenige Partei, die Material weniger hat, nicht weiter Material abtauschen soll, wenn er nichts dafür bekommt, wenn die Partei nichts dafür bekommt. Also der Weiße hat den Bauern weniger, er ermöglicht jetzt hier dem Schwarzen den Tarntausch. Und nach dem Tarntausch sehen wir, ist er trotzdem der schwarze Herr auf dieser B-Linie. Der Weiße hat eigentlich nichts als Gegenleistung bekommen. Und die stärkste Figur, die Dame, sollte man eigentlich erst dann. Also die hätte dem Weißen in dieser Situation vielleicht nochmal die Chance geboten, irgendwo in Dauerschacht zu biegen, einzubringen ins schwarze Lager. Und ein Turm ins Spiel ist jetzt sehr bequem für Schwarz zu spielen, weil vor einer Dame muss man sich nicht mehr in Acht nehmen, die sind jetzt komplett getauscht. Und die weiße Stellung ist nach wie vor schlechter. Der Schwarze hat hier einen schönen Plan, mit seinen Türmen hier auf der B-Linie reinzumarschieren, Bauern anzugreifen und der Weiße muss sehen, wie er zur Rande kommt. Jetzt hat aber erstmal der Schwarze einen ziemlich schlechten Zug gemacht. Nach diesem Damentausch zieht er F6 und der Zug ist wirklich schlecht, weil dieses Feld E6 ganz schwach wird. Ne? Der Bauer, solange der Bauer noch auf F7 stand, hatte er das noch unter Kontrolle. Wir müssen mal gucken, was der Schwarze hätte können ziehen in der Stellung. Also, als Schwarze hätte ich so, vermutlich wäre ich die Sache so angegangen, ich hätte mir gesagt, Mensch, mein Problem ist hier dieser Bauer auf E7, der ist mein Sorgenkind, da macht der Weiße Druck dagegen, den muss ich irgendwie loswerden.
oder zumindest zuverlässig decken. Eine Idee wäre gewesen, in der Stellung E5 zu ziehen. Wenn der Weiße dann nicht schlägt, haben wir das ganze Problem gelöst, weil der Bauer auf E5 wäre ja dann von seinem Freund von D6 aus geschützt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn er schlägt, können wir zum Beispiel sogar mit dem Turm zurückschlagen. Können Sie ja mal spielen. E5. Turm schlägt. Der Kampf um die E-Linie geht los. Zum Beispiel Turm E2. Und König auf 6. Und jetzt haben wir hier einen schwachen D-Bauern im Gegenzug bekommen, aber auch einen Turm getauscht. Das sieht so schlecht für Schwarz nicht aus. Das war zu weit. Was wäre noch möglich gewesen statt E5? Vielleicht König F6. Den König ein Stück weiter ins Zentrum bringen, wo er im Endspiel immer gut steht, oft gut steht. Und der König deckt gleichzeitig ja diesen E7-Bauern. Das wäre sicherlich auch ein guter Plan gewesen. So, was hat aber der Schwarze gemacht? Er hatte diesen Zug F6 gemacht. Und jetzt hat er Weiß ordentlich gespielt. Dr. H spielt Turm E2. Also, das ist gefällt mir. Beide Türme sind hier aktiv, machen Druck gegen den Punkt E7. Und das ist jetzt die Zeit für mich nochmal eine Endspielregel hochzuhalten. Die besagt nämlich, spiele mit den Türmen aktiv im Endspiel. Türme sind keine Verteidiger, sie wollen angreifen. Also merkt euch das. Wenn ihr in einem Turmendspiel seid, versucht so aktiv wie möglich mit euren Türmen zu werden. Mitunter ist es wirklich besser, man gibt ein oder manchmal vielleicht sogar zwei Bauern und hat dafür die aktiven Türme und vielleicht einen Freibauern irgendwo, als dass die eigenen Türme hinter den eigenen Bauern hängen und nichts tun. Also die Stellung ist okay für Weißer. So, der Schwarze hat ja ganz logisch König F7 gezogen. Und jetzt kommt der Weiße auch von seinem Weg ab. Er spielt Turm C2. Der Schwarze dringt nun ein auf B3, greift den A-Bauern an. Und jetzt kommt noch ein schlechter Zug, Turm A1. Ja, wir sehen jetzt hier beide Türme, der auf A1 und der auf C2, haben nichts Besseres zu tun, wie den ihre Bauern hier zu verteidigen. Was hätte der Weiße stattdessen tun sollen? Der richtige Zug wäre, denke ich, Turm E3 gewesen. Versucht diesen extrem aktiven schwarzen Turm auf B3 zu beseitigen. Ja, der Schwarze könnte jetzt hier tauschen und mit dem anderen Turm auf die B-Linie gehen. Holt ja wieder Turm B3, wie so eine Maschine, die da am Laufen ist. Aber das hätte der Weiße mit Turm C2 erstmal verhindern können. Weiß hat natürlich immer noch den Dahn weniger. Aber immerhin, die Stellung ist deutlich besser wie die Stellung mit dem Turm auf A1 und C2, die reine Verteidigungsaufgaben übernahmen. A1 geschah an der Partie. So. Jetzt hat sich der Schwarze besonnen und hat gesagt, okay, mein Bauer hier auf E7, der ist schwach. Endlich setzt sich mal in Bewegung, also der Schwarze hat jetzt hier E6 gespielt. Der Weiße schlägt, Turm schlägt zurück. Der Weiße zieht sein König ein Stück weit ins Zentrum und jetzt Turm E4 mit Angriff auf den Bauern C4. Ein guter Zug. Vielleicht hätte der Schwarze in naher Zukunft auch Turm D4 durchspielen können, um sein D-Bauern sozusagen gleich hier an vorderster Front zu schützen und auch dann zu ermöglichen, dass der Schwarze mal den Bauern noch einen Schritt nach vorn gehen lässt. Wir gucken mal, also wir sehen auf jeden Fall erstmal hier, der Turm ist aktiv, der Turm ist aktiv. Ne? Der Turm drückt gegen C4, der Turm drückt gegen A3 und die weißen Türme im Gegenzug sind reine Verteidigung.
Der Weiße hat sich jetzt nicht anders zu helfen gewusst und hat G3 gezogen. Der Schwarze G5. Und nun hat Dr. H die Partie aufgegeben an Marx Kahn-Flagen. Also jetzt eine Stellung ist auf Großmeisterniveau vielleicht aufgabedürftig. Das kann schon sein, damals, dass die Partie jetzt hätte ich ja gesehen, in einer Schachzeitung gespielt von zwei Großmeistern. Und wenn jetzt hier gestanden hätte, Weiß geht auf, hätte man gesagt, okay, die schwarze Stellung ist schon deutlich besser. Aber, ich sag mal, sobald man keine Meisterklasse hat, kann man die Partie und sollte man die Partie vor allen Dingen auch ruhig weiterspielen. Die Frage ist natürlich wie. Und es gilt wieder die alte Regel, Türme aktiv hinstellen, nicht Abwartetaktik einschlagen. Also eine mögliche Idee wäre jetzt hier in der Stellung gewesen, Turm D2, Turm D1 mit Druck gegen den D-Bauern. Wir gucken uns mal an, wie es hätte können weitergehen. Weiß hätte jetzt können hier Turm D2 zum Beispiel spielen. Klar, der Bauer hängt, aber auf der Gegenseite hängt ja auch der Bauer. Vielleicht hätte Schwarz jetzt den Bauern erstmal gedeckt mit König E6. Ja, jetzt hängt der wirklich C4, aber jetzt statt jetzt zurückzugehen und den passiv zu verteidigen. Nee, Turm D1, wir gehen zum Gegenangriff prüfen oder wollen es wissen. Turm D1 greift jetzt hier auf D6 an. So, wenn jetzt der Schwarze sofort hier schlägt, können wir mit Schach den Bauern abkassieren und der Bauer hinten auf A6 fällt noch. Das hätte wahrscheinlich der Schwarze nicht so gezogen. Vielleicht wird Turm D4 gespielt. So, jetzt gewinnen wir hier einen Bauern. Und der Weiße, der Schwarze gewinnt ihn auch sofort wieder zurück. Wir haben immer noch einen Bauern weniger als Weißer, aber wir haben jetzt einen einigermaßen aktiven Turm. Wir hätten jetzt zum Beispiel Schach geben können. Und dann vielleicht hat hier, um hier vom Königsflügel Angriffspunkte im schwarzen Lager zu schaffen. Klar, wir müssen ganz deutlich sagen, der Schwarze hat hier, der Trumpf vom Schwarzen ist ja dieser Freibauer auf der A-Linie, der will hier natürlich zack, 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 zack zur Dame gehen. Und das ist gefährlich. Auf der anderen Seite hat Weiß die Möglichkeit hier selber vielleicht einen Königsflügel in Freibauern zu bilden und es gibt schon noch gewisse Gegenchancen für den Weißen. Also man muss die Stellung hier noch nicht so sofort geben. Okay, das führt mich aber zu unserer letzten Regel, die ich heute noch bringen möchte. Nach dem Zug G5 hat Weiß aufgegeben und die letzte Regel besagt, gebt dich niemals auf, Piraten geben nicht auf, man kann und sollte bis zum Schluss eine Schachpartie spielen. Also, schauen wir nochmal zurück, was haben wir heute alles gelernt. Wir haben in der Eröffnung etwas gelernt, wir haben gesagt, gehen wir nochmal zum zweiten Zug von Weiß zurück. Entwickle zuerst die Figuren, bei denen du keine Wahlmöglichkeiten für gute Zielfelder hast. Das war die Sache, die sich sehr kompliziert anhörte. Aber erinnert euch, wir haben gesagt, die Springer, bei denen ist es klar, die haben zwei richtig gute Felder, da gibt es kaum Wahlmöglichkeiten für die Springer, also ziehen wir die zuerst und erst später ziehen wir die Läufer raus. Also wenn wir wissen, was ist das günstigste Feld für den Läufer, das ist wie in der Mathearbeit. Wenn ihr genau wisst, wie der Rechenweg ist, dann macht zuerst diese Aufgaben, von denen ihr genau wisst, wie ihr die angehen müsst, und zum Schluss löst die kniffligen Aufgaben. Und so ist es hier auch, es ist vollkommen klar, die Springer gehören nach C3 und nach F3, dann zieht erst diese Züge und dann erst später überlegt ihr euch, wo der Weißfeldzug läuft. So, das war also die Regel 1. Dann haben wir was ganz Wichtiges gelernt über Turmendspiele. Ja, wir haben gesagt, Türme sind Figuren, die immer aktiv stehen wollen. Die wollen nie passiv stehen. Die wollen angreifen. Also, die Regel lautete, spiele mit den Türmen aktiv im Endspiel. Türme sind keine Verteidiger, sie wollen angreifen. So, und als letztes haben wir heute noch gelernt, dass man eine Partie nicht vorzeitig aufgeben soll. Ja, so eine Endspielstellung mit jeder Seite noch zwei Türmen, da kann noch so viel passieren. Also das war vorzeitig abgegeben von Dr. H. heute hier. Und die dritte Welt lautete, Piraten geben nicht auf, wir spielen unsere Schachpartie bis zum Ende. Okay, Kinder, ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Und
Wir sind gespannt auf die nächsten Partien von Dr. H und seinen Kumpanen und ich denke, ich werde mich wieder melden. Für heute macht's gut. Tschüss, euer Pirat 8.